Ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Torchlight 2. Hallöchen, wir sind in der modrigen Gruft. Und in dieser modrigen Gruft werden wir den Moder noch ein bisschen austreiben müssen. Ja, jetzt gibt es auch noch Gift, Giftgel. Aber die hinterlassen wenigstens keine Giftpfützen auf dem Boden. Raus aus den Wolken, stimmt's? Warcraft-Spieler der ersten Stunde werden wissen, wovon ich rede. Also, World of Warcraft-Spieler meine ich. Aber das ist eigentlich in jedem Online-Rollenspiel so, dass es irgendwo die Giftwolken gibt. Aber diese Giftwolken, von denen ich rede, waren besonders tödlich. Ja, gut, das erinnert mich auch an, warum wir an eine Ini dort, wenn du in der Giftwolke 2 Sekunden dran stehen geblieben bist, warst tot. So ungefähr. Ja, genau. So war das auch in World of Warcraft. Ich glaube, prozentuale Schaden, der da bekommen muss. So fast selbst heute. Hilfe! Hier sind gerade so viele Skelette, die bringen mich um. Sie haben mich umgebracht. Und mein Begleiter ist zurück. So. Ich bleib mich hier wiederbeleben. So. Ich bleib verfluchter Atem. Die Begleiter sind echt wertvoll. Man wird nämlich immer so fertig gemacht, wenn die mal weg sind. Eine Urne. Oh, da kommt was. Da kommt was Dickes. Ein Schwammgänger. Schwammgänger. Schwimmen, nicht Schwamm. Okay. Achtung, der hat jetzt Gift ausgestoßen. Was? Vital-Zombie? Wie kann ein Zombie denn vital sein? Ja, die. das haben so eine heilende Kräfte. Ach du Scheiße, ich bin auch tot. Mein Begleiter ist zurück, wenigstens etwas. Sag mal, die. Kann es sein, dass die auf uns zukommen und explodieren? Das kann sein. Ich ruf mal meine Bogenschützen. Hilft uns. Ah, oh, hier ist der erste Blutedelstein. Ja, sehr schön. Achtung, da sind ein paar Gegner, um uns daran zu hindern. Die kommen von allen Seiten. So, zum Glück meine Zombie-Bogenschützen kümmern sich gerade um sie. Okay. Sind alle Gegner tot? Das ging fix. Jo, ich muss noch ein bisschen was einsammeln. So, ich habe auch alles eingesammelt, hoffe ich mal. Hey, da ist wieder einer. Zerfallender Fußsoldat. Ja, Fall gefälligst ganz oje, jetzt haben wir haben einen Boss beschwört. Ein Champion. Wo ist er denn? Ah, da. Wie heißt der? Naskrit? Ich kann mich irgendwie nicht Naskrit bewegen. So, von hinten greife ich an. Der unglaublich böse. Er läuft auf mich zu. Zwerg-Skelett. Die ganze Zeit zu Skeletten-Zwergen. Keine Ahnung, vielleicht hast du in letzter Zeit irgendwo Skelettzwerge gesehen? Eigentlich nicht. Irgendwie sind Skelette immer, also, oder Untote sind irgendwie immer fast von Mensch. Wieso gibt's keine untoten Zwerge oder sowas? Gute Frage. Und da lobe ich mir jetzt mal kurz World of Warcraft, denn da gibt's untote Trolle und untote Elfen. Da ist so erklärt, dass bestimmte Rassen gegen dieses Untotsein immun sind, weil das in dem Fall eine Seuche ist. Ah, okay. Und wer allerdings nicht dagegen immun ist, sind Trolle, Elfen und Menschen. Also denen geht's nicht gut, wenn sie von dieser Krankheit erfasst werden, werden sie zu Untoten. Untote Zwerge gibt's keine, aber es gibt untote Todesritter-Zwerge. Sowas gibt's, aber das ist nochmal eine ganz andere Art des Untotenseins. Das ist eine ganz eigene Lore von den Untoten in World of Warcraft. Natürlich gibt's auch Skelette, die dürfen nicht ausbleiben, aber das sind die niederrangigsten Untoten. Hier liegt überall Gold. Muss hier mal kurz durchlaufen und Gold sammeln. Ist das jetzt der Weg zum zweiten Stein? Weil hier ist ja eine Sackgasse zu sein. Ich glaube nicht. Ja, hier ist einfach nur eine Truhe. Ah, okay. Hilfe, hier sind halt sich alle Skelette wach geworden. Ich meine, was habe ich erwartet? Rotes Blitzamulett. Das sieht irgendwie cool aus. Also, es hört sich cool an. So. Und ich level schon bald wieder. Einmal leveln pro Folge ist irgendwie gerade normal, oder was? Könnte sein, ja. Da ist noch ein zerfallender Fußsoldat. Und ist er erledigt. Sehr schön. Ich hoffe es ja kaum noch, dir zu folgen. Warte mal kurz. Kurz schicken. So.
kann das der Magier mit diesen Eisdingern? Yep. Das habe ich leider nicht zur Verfügung. Ich kann mich nach hinten wegspringen, aber das bringt ja nichts, wenn ich dir folgen will. Naja, du musst nur in die umgekehrte Richtung nach hinten wegspringen. Stimmt. Das war's. Flash ist zwar schon gerne benutzt wie bei einem der Champions. Die kann sich mit dem dieser Champion kann mit dem Kalibernetz nach hinten wegstoßen. Ah, okay. Und wenn man sie umdreht und die ganze Zeit dieses Wegstoßen macht, kann man gut wegrennen, was? Ja, genau. Also das Wegstoßen ist halt wirklich auch mitunter allen Escape-Möglichkeit eingebaut worden. Verstehe. Ich sehe überhaupt nicht, wo sind denn unsere Gegner? Also irgendwie ist die Umgebung gerade etwas unvorteilhaft. So fallen der Fußsoldaten mal wieder. Die gibt's hier überall. Da gibt's echt viele von ihnen. Könnte ich mal einen chaotischen Schuss loslassen? Oh, hier ist ein Boss auch wieder. Ich rufe mal meinen Scheusal, der mit uns hilft. Da kommt's schon. Und wenn der Bogenschützen bitte auch. Ich bin halb tot. Ich bin tot. Ich hätte dann schon wieder verfallene Fußsoldaten gerufen worden. Jetzt muss ich mich erstmal durchkämpfen. Wollte nicht mein Inventar aufmachen. Ach, man bewegt sich hier ja mit Klicks. Ich wollte eben echt mit BRSD laufen. Nein, ich bin nicht tot. Ach so, da ist so ein Ding aufgestellt worden. Gut, jetzt ist es weg. Das hat uns eben gekillt. Gut, der Champion ist weg. Nächster zerfallender Fußsoldat. Ist aber auch schon wieder so ein XXXXXL Dungeon, oder? Ja, ich glaube, da brauchen wir noch den Rest der Folge, um den fertig zu machen. Aber mindestens. Das ist ja echt riesig. Gegner? Ich sehe nur Ohnen. Also ich krieg ständig Heiltränke. Wahrscheinlich habe ich deswegen so viele. Mhm. So. Ah, da oben sind wieder Gegner. Zerfallende Fußsoldaten. Mal wieder. Nun, wir werden sie immer endgültig zerfallen lassen. Der Witz wird nicht alt. Und ich weiß, ich stehe auf blöde Witze. Ja. Manchmal sehr, sehr schön. Ja. Aber na gut, ich mag die Witze auch manchmal sehr, sehr. Ja, deswegen ist eins meiner Lieblingsmemes aus dem Internet auch der Bad Joke Eel. Was ist das? Ja, da ist ein Bild von so einem Aal und da wird jemand total blöder Witz draufgeschrieben. Es gibt auch Bad Pun the Coon. Da werden dann dumme Wortspiele draufgeschrieben. Mhm. Ich mag diese beiden. Ich stehe einfach auf so dämlichen Wortspiele. Sehr schön, ich bin aufgestiegen. So, dann werde ich mich gleich mal verbessern. So, was kann ich besser machen? Endlich der Schattenschuss. Endlich mal wieder. Weil die sind auf Stufe 3. Falsch. Und jetzt noch den Fokus verbessern. Das nächste Mal dann wieder Geschick. So, jetzt wieder ein Punkt Geschick. Perfekt. So. Können weitergehen. Gut. Gut. Huch, das sind jetzt aber viele. Ah, da sind wieder diese Vitalzombies dabei. Das sind doch wahrscheinlich die, die explodieren. Bei denen fühle ich mich gar nicht wohl. Okay, jetzt bin ich auf Stufe 41. Sehr schön. Nein, ich bin gleich tot. Ja, ich hab mich gerade noch so geheilt. Im Wunder, da ist der nächste Champion. Ich kümmere mich um ihn. Ich hole mal das übrigens X nachkommen. Ich versuche mal ihn ein bisschen zu kiten. Klappt, der ist nämlich ziemlich lahm. Komm her. Mensch, ich hab einen Schulsaal. Wo ist eigentlich mein Gleiter gerade? Musst du doch auch mitkämpfen. Wie nett genug, Mana. Gut, ich hab ihn erledigt. So. Ich glaube, hier sind alle Gegner erledigt. Das ist auch schon nicht schlecht. Ich bin gleich hier auch bei dir. Ah ja. So, sehen wir. Da müssen jetzt ein paar Beutestücke für dich sein.
Nichts hier. Nö, nichts bekommen. Merkwürdig, vielleicht weil ich ihn allein erledigt habe. Anscheinend. Hier liegt noch ein bisschen was für mich. Nee, ich bin schon wieder voll. Ja, ich bin schon wieder voll. Gibt's doch nicht. Mensch, du sollst doch nicht über den Krieg reden. Ja, ich weiß. Ich vertrag das nicht. So, Infantsamtur sind dazu gut. Die Streitkolben brauche ich nicht. Weg mit allem, mit allem. Das Blitzamulett. Das gefällt mir. Macht nämlich auch wieder mehr Mana. Weg mit den Revolvern. Den Halbwaskisane. Brauchen wir alles nicht. Naja, aber wenigstens kriegt man wieder eine Menge Gold damit. Wir sterben hier so oft. Oh ja, wir sollten echt mal unsere Sterberate deutlich reduzieren. Ja, sollten wir. Ich meine, wenn wir jetzt Hardcore-Modus spielen würden, dann... Dann wären wir schon... Hätten wir schon 10 weitere Charaktere anfangen müssen. 10? 20. Noch mehr, glaube ich. So. Und weg mit dir. Okay. Wir müssen den Rucksack vergrößern können. Wenigstens kann man ja das Pad wegschicken. Das ist ja sehr, sehr angenehm und komforthaft hier. Ganze Reihe Nebenwegen ausgelassen. Ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Was ist überhaupt der richtige Weg? Vielleicht da hoch? Treppen sehen irgendwie immer vielversprechend aus, vor allem wenn sie so groß sind. Noch so ein Rollenspiel-Klischee. Na gut, bei mir ist es halt wirklich so, ich will normalerweise meistens dann nicht immer komplett erkunden und laufe immer genau in die richtige Richtung zuerst. Ja, das ist doch typisch. Darf ich hier mal zurücklaufen manchmal bei manchen Spielen und den kompletten anderen Weg erstmal noch ablaufen. Dabei gibt es die interessanten Sachen immer in Sackgassen. Ja, genau. Aber ja, ich bin halt so der Typ, der immer den richtigen Weg findet. Und da war wieder so ein Teil. Hm, Tür? Sollen wir da durch? Ich weiß nicht. Ich gehe einfach mal. Ja, wir sind durchgegangen. Scheiße, nochmal. Halb tot. Wo sind meine Gegner? Ah, hier sind sie. Überall die Fledermäuse. Ich glaube, wir müssen die Folge ein bisschen länger machen, solange wieder Dungeon ist. Ja, entweder das oder noch eine Folge hinterher, weil Dungeon ist wirklich noch groß und wir müssen ja auch noch den Boss hinterher besiegen und so. Ja. Dabei ist es schon 8:12. Ja gut, ich muss sehen. Oha. Hier oben gibt es Gold. Oh, es ist viel Gold. Es könnte gut sein, dass uns was angreift, sobald wir da hingehen. Jetzt greife ich diesen Bogenschützen an. Da ist der zweite gute Edelstein. Aha, und ich flette die hier Wachen auf, sobald wir ihn nehmen. Ja. Ich hab's gewusst. Das war ja so offensichtlich. Ja. Wo wir schon von Klischees sprechen, was? Da, irgendwo ist der Champion aufgetaucht, da. Haruxon. Ihr habt vielleicht komische Namen, echt. Und immer mit dem Apostroph. Habt ihr bloß mit dem Apostroph? Okay, ich sag jetzt nichts mehr von Klischees. Aber der ist irgendwie festgenagelt. Ist gut, jetzt wo wir den Blutedelstein haben, können wir jetzt mit Ruhe die Nebengänge angucken. Ja. Und dann... Ja, so. Wir haben noch 5 Minuten. Vielleicht reicht es ja sogar. Weil hier sind wir jetzt schon fertig. Wir hatten noch eine Treppe nach oben. Die klischeehafte Treppe. Ja, die aber diesmal anscheinend nicht den richtigen Weg gezeigt hätte. Ja. Hier gibt's eine Truhe. Jede Menge Gegner, die gerade aufstehen. Weg mit euch. Hast du die Truhe geöffnet oder war ich das? Ich hab die Truhe geöffnet. Okay. Ach du Scheiße schon. Ist da also aufgetaucht? Weil die Truhe geöffnet wurde. Ja. Ich tu
tue wieder mein Schattenscheusal, das soll uns helfen. Und meine. Mein Rucksack ist schon wieder voll. Oh Mann, es geht viel zu schnell. Das einsammeln. So. Also einmal zu. Euer Begleiter ist fortgegangen. So. Den haben wir jetzt auch geguckt. So, hier gibt's keinen Nebengang. Nee, aber gleich wieder. Ah ja, ich glaube, ich kann ihn erkennen. Ja, also einmal hier runter und einmal hier hoch. Hier hoch kommen wir wieder zurück in die andere Richtung. Genau, hier sind noch ein paar Monster. Hier ist nichts Besonderes. Hier ist auch nichts, da unten ist auch ein Gegner irgendwie. Wie? Wo? Tatsächlich? Was macht der da unten? Ich kann ihn nicht angreifen. Da, ich habe ihn schon erledigt. Ah, sehr gut. So, ja genau. Und hier kommen wir wieder zurück in die Eingangshalle. Gut. Das heißt, das war's? Nein, es gibt hier noch mehr Wege. Echt? Ah, tatsächlich. Hier direkt einmal wieder weiter runter. Okay, hier ist nur ein einzelner Gegner. Okay, dann haben wir eigentlich noch genug Zeit, um auch noch den Boss zu machen. Ja, ich sehe noch ein paar Wege. Also ich sehe keinen mehr. Hier zum Beispiel. Ah, Tatsache. Dann kümmern wir uns halt noch um diese schönen. Hier, da war Gift. Ja, und wie es ausschaut, geht es hier noch mal ein bisschen weiter auch. Schauen wir mal nach. Gewaltiger Heiltrank. Hebel. Ah, da geht's lang. Mal sehen, was es hier gibt. Ich muss mich schon wieder heilen. Ständig muss der Heiltrank geschluckt werden. Ein Probo-Schädel eingesammelt, da bin ich aber gespannt, was das ist. Okay, das war's schon. So, ist noch irgendein Weg übrig? Ja. Zwei sogar, wenn ich richtig sehe. Euer Begleiter ist zurück. Dann werde ich dir mal folgen. Einmal hier lang. Gold. Ich glaube, das führt jetzt im Kreis. Oh, das führt hier so aus. Scheiße! Ah, wie ein Boss. Der hat mich hier eben fast gewonnen-hittet. So, aber hier unten geht's auch noch ein bisschen weiter. Ah, tatsächlich. Zack. In Urne. Da habe ich immer noch, aber da haben wir weiterhin keine Roboterteile gefunden. Ja. Echt schade. Gott, was ein riesiger Dungeon. Ja, und es ist immer noch kein Ende, es sind nochmal Türen. Ja, ich sehe es gerade. Ich mach die rechte Tür auf. Die hier sind noch ein paar sind Monster. Noch. Ja, das sind zwei verschiedene. Kämpfen. So, da sind noch ein paar. Die fallenden Soldaten, glaube ich. Achso, das sind deine Zombies. Hier ist immer. Noch mal zwei vielversprechende Angellöcher. Da können wir ja noch angeln. Meine Güte. Ich glaube, wir müssen wirklich noch eine Folge dranhängen. Die könnte dann ein bisschen kürzer werden, aber. Ja. Ich würde sagen, wir machen hier mal Schluss und tun dann den Rest vom Dungeon in eine etwas kürzere Folge packen. Okay, dann sehen wir uns in der nächsten etwas kürzeren Folge wieder. Bis dahin wünschen wir euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Und ciao, ciao.